So, meine Freunde, hier ist mal der direkte Vergleich des Pass-Throughs der Quest 3 zur Pico 4. Ja, das ist das Gerät, was ich hier habe, das liegt da gerade. Und hier kann ich einen direkten Test machen. Ich habe gerade mich einmal um meine Körperachse gedreht mit der Pico 4 und dann noch so ein paar Sachen angeguckt. Genau dasselbe mache ich jetzt mit der Quest. Und es ist sehr interessant. Also ich habe echt das Gefühl, dass die beiden sich ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Wir haben heute sehr bewölktes Wetter. Also es ist tatsächlich absolut keine bemerkenswerte Lichtsituation. Da ist schon wieder jemand. Und beide Pass-Throughs sind gerade dementsprechend ein bisschen verrauscht. Ich würde behaupten, dass der von der Pico jetzt gerade noch ein bisschen verrauschter war. Ja. Bei beiden Geräten ist es gerade so, dass das so dunkle Flächen auch, also es gibt immer sehr starke Kontraste. Ja. Jetzt habe ich bei der Pico auch geguckt, wie sich das Handy anfühlt. Das ist bei der Quest definitiv besser, würde ich sagen. Ich guck mal, ja. Aber auch weil die Pico hier jetzt so ausbrennt vom Licht her. Hier kann ich jetzt die Schrift eigentlich ab hier gut lesen. Bei der Pico muss ich ein bisschen mehr ran. Das sind Nuancen, ja. Es geht ein bisschen besser jetzt hier. Aber was passiert ist, dass mein Handy-Display nicht so ausbrennt. Das ist bei der Pico der Fall. Ja, da kann ich die Überschriften, die größeren, kann ich gut lesen aus der Entfernung. Aber die kleinen brennen so aus. Da muss ich da ein bisschen näher ran. Hier kann ich das Handy auch lesen. Wir haben allerdings auf der Pico, ich weiß nicht, ob man das im Video aussehen wird, nicht diese verrückten Distortions, ja. Das ganze Bild hier so ein bisschen wobbelt, scheint aber auch sehr stark abhängig davon zu sein, was ich mit meiner Hand mache. Da mache ich den Parallax-Test hier auch nochmal. Der Quest Pass-Through ist ja 3D, ja, der Stereo. Und der von der Pico nicht wirklich, aber ich muss echt sagen, ich merke da keinen Unterschied. Ja, ich merke keinen großen Unterschied. Außer, dass es hier halt, wenn ich die Hände einsetze, anfängt so alles zu wobbeln. Ne? So, solange ich das nicht mache, ist das Bild eigentlich gut. Ich weiß nicht genau, warum dieser Stereo-Effekt bei mir nicht mehr hervorkitzelt. Also ich würde mal behaupten, der Pass-Through der Quest 3 hat ein bisschen die Nase vorn. Aber das merkt man wirklich nur im absolut direkten Vergleich. Wenn man die jetzt wirklich nebeneinander aufgesetzt hat, dann merkt man, dass der von der Quest 3 sich, wenn man das Handy abliest, besser anfühlt. In der normalen Umgebung finde ich es witzig, weil ich sagen muss, ich habe hier so ein Grafikgefühl, als ob es nachgeschärft ist, das Bild. Kennt ihr das? Dass sich um dunkle Objekte und kontrastreiche Kanten und so leicht hellere Kanten bilden. Das ist halt so ein typischer Nachschärfe-Effekt. Und ich habe das Gefühl, dass ich den hier im Pass-Through so ein bisschen spüre. Und deswegen glaube ich, dass die Kameraauflösung tatsächlich nicht unbedingt besser ist. Die Lichtempfindlichkeit der Quest Pass-Through-Kamera scheint ein bisschen besser zu sein. Gefühlt halt auch minimal schärfer, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, das ist hier nachgeschärft künstlich. Hier bei dem Türrahmen sehe ich das jetzt, ja. Also sämtliche Kanten von der Tür, die sind halt heller als die Fläche. Und das ist nicht richtig. Das ist einfach, das ist ein typischer Nachschärfeeffekt. Das ist sehr lustig. Das fällt mir jetzt erst bei der zweiten Runde so ein bisschen auf. Auch an der Pico irgendwie. Da sind sehr kontrastreiche Stellen. Und das Kopfband der Pico, das ist ja grau, ne? Das hat bei mir jetzt quasi wie so eine hellgraue Umrundung, ja? Weil es an der Stelle halt irgendwie KI geschärft ist oder so. Die existiert nicht wirklich. Das ist einfach eine einheitlich graue Fläche. Interessant. So, falls ihr euch das nicht vorstellen könnt, was ich mit dem Nachschärfen-Filter meine. Hier ist mal ein Beispiel in Photoshop. Ja? Ich habe jetzt irgendein Bild, was ich hier gerade auf dem Desktop hatte, von Racket Viewer reingeladen. Das hat sogar eine ganz okayische Auflösung. Ich zoome jetzt mal hier ran. Ihr müsstet das eigentlich sehen können. Ja? Und dann gehe ich einfach auf Filter, Scharfzeichnung, stark scharf zeichnen.
Klick. So. Und jetzt wirkt dieses Bild einfach schärfer. Was der Algorithmus aber macht, ja, das sind so ein paar trickreiche Geschichten. Hier kann man das ganz gut erkennen. Hier hatte der Roboter ja so dunkle Kanten, die gehen dann einfach in den Hintergrund über. Der Algorithmus zeichnet jetzt nach den dunklen Kanten noch hellere Kanten. Dadurch wirken diese Kanten jetzt insgesamt schärfer. Achtet mal drauf, ich schalte das nochmal ab. Zack, so. Wenn man jetzt drauf guckt, wirkt es blurriger, ja, aber zack, hier sind keine Pixel dazugekommen. Ja, das Bild wird einfach künstlich geschärft. So. Dieser Effekt entsteht übrigens nicht nur, wenn ich jetzt nachschärfe. Es gibt nämlich auch Upscaling-Verfahren, die machen das dann auch gleich mit. Aber das ist eine typische Geschichte und das ist halt genau das, was ich jetzt bei der Quest 3 an Elementen dann gesehen habe. Ja, da ist eine leichte Schärfung mit drauf. Ich finde, es ist aber tatsächlich ein valider Trick. Also, es sieht halt ein bisschen schärfer aus dann, ja, warum nicht? Aber nominell ist die Auflösung eigentlich so ziemlich das gleiche wie auf der Pico 4 zum Beispiel. Die haben wir hier verglichen. So, bei mittlerem Tageslicht wie jetzt, wenn es ein bisschen bewölkt ist draußen, ist auch auf der Quest 3 der Pass-Through halt wirklich nur so okayisch. Ich würde es jetzt gerne nochmal bei perfektem Tageslicht sehen, aber das kann ich nicht erzeugen einfach. Aber interessant, ja, doch. Es ist allerdings, wenn man von der Quest 2 kommt, ein immenser Sprung. Farbiger Pass-Through und man kann jetzt Sachen machen, wie zum Beispiel das Handy oder einen Bildschirm ablesen. Nicht fantastisch, aber möglich. Und das ist schon ein enormer Sprung. Ja, auf der Quest 2 ging da gar nichts. Da hatte man einfach nur so eine graue Suppe und konnte gerade mal seinen Controller irgendwie auf dem Tisch finden und dann war Feierabend. Insofern ist das ein fantastischer Sprung. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Ich habe mir noch nie Mixed Reality Apps auf der Pico angesehen, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Aber das müsste jetzt eigentlich den Unterschied machen, wie die Mixed Reality Apps irgendwie sich anfühlen von der Tiefenwirkung her, weil das hier ja Stereo ist und das nicht. Ansonsten beim normalen Rumgucken merke ich halt den Unterschied nicht gigantisch. Vielleicht habe ich auch einen Stereo-Blickfehler. Hoffentlich nicht. Gut, das war mein flüchtiger Test zu dem Pass-Through der Quest mal im direkten Vergleich mit der Pico. Ja, ich hoffe, ihr findet das interessant. Schreibt mir doch gerne mal eure Erlebnisse mit dem Pass-Through der Pico 4 und der Quest 3 runter. Das wird uns natürlich alle interessieren. Vor allen Dingen, weil es ja auch Gerüchte gibt, dass die verbauten Kameras in der Quest anders sind bei einigen und bei einigen nicht. Ich glaube, nein, das ist psychologisch. Aber sowas ist sehr interessant. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Über ein Däumchen freue ich mich natürlich auch immer. Bis dann, Motensen, Mofan VR. Jetzt sogar mit Bennys Quest immer da. Gibt's was Neues in VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen, also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN, hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, Mann? Oder direkt von der Messe mit dem Phone, voller Einsatz, der Beste ist Mo. Ist Mo, der Beste ist Mo, der Beste ist Mo, der Beste ist Mo. Mo Fun VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tenzin, Mo Fun VR.